Wir haben ein Problem. Oder mehrere, was er sagt. Why would a man need a barn to store all the stuff you can't bring home? About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Das stimmt, irgendwie so ein altes Auto, oder? Pillen? Ich bin medikamentenabhängig. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn. Especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. Okay, was ist der jetzt? Probleme? How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. Mein Gott, was ist da bitte los? You told your mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Was für ein Vertrag? Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Oh, was ist das für eine Verschwörung? Komm, wir stimmen zu. Der Typ ist eh total am Arsch und ich brauche das Geld. Ich bin ihm nur 180 Tage im Amt. Ich habe genug eigene Probleme. Wahrscheinlich springe ich von der Brücke am Ende. Tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack. Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. Ich werde ihn vermissen, auch wenn ich ihn nur 2 Minuten gesehen habe. So, insgesamt vielleicht. Keine Ahnung, mehr. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city. And I have to admit, I've thought about that more than once. Sometimes with a little pride, even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freiburg, especially for a cop. Oh, mir sind so viele entkommen. And here I am, the person who catches criminals. And I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts.
Right before the last hammer falls. Was hätten wir sonst machen sollen? Remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Nein. Das klingt nicht nach Gerechtigkeit, ehrlich gesagt. Oh Mann, was ist das für eine kranke Story irgendwie? Die ist voll tiefgründig. Das hätte ich echt nicht gedacht. Mein Vater wird heute beerdigt. Können Sie mich ablösen lassen? Ja. Als ich gestern den Müll rausgebracht habe, bin ich aus Versehen ins Giftzumach getreten. Heute Morgen fiel mir dann auf, dass meine Füße voller Blasen sind. Ja, morgen bitte. Gut. Ich glaube, ich schicke meine Leute eh immer zum Arzt. Nein, keine Musik. Die ist schrecklich. Gut, jetzt kommt mein Lieblingspart. Egal, wie Sie persönlich zur Verwaltung der Stadt stehen, Ihr Polizeipräsidium hängt von Ihren Gnade ab. Um vernünftige Arbeitsbedingungen zu halten, müssen Sie dem Bürgermeister angemessene Anfragen vorlegen. Stadtverwaltung. Die Entscheidung der Stadtverwaltung hängt davon ab, ob man dort mit ihrer Arbeit zufrieden ist oder nicht. Die Narren, die die Stadt lenken, können alles direkt ablehnen oder nur ein paar ihrer Anfragen durchwinken. Also bitte bitten Sie nur um das, was Sie wirklich brauchen. Freie Stelle Polizist. Gehaltserhöhung. Nein, freie Stelle Polizist. Das würde ich mal gern machen. Können wir noch jemanden einstellen? Haben wir jemanden frei? Nee, haben alles voll. Gut. Obwohl dort nicht viel da sind. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Jeden Morgen schläft ein dreckiger und nach Urin stinkender Obdachloser vor dem Café. Der Mann weigert sich wegzugehen und knurrt jeden an, der sich nähert, was die Kunden verängstigt. Das schafft Grant doch alleine. Komm, das schaffst du. Du schaffst das. Du bist stark. Hier ist der wöchentliche Gehalt der Stadtverwaltung. Yay! Morgen läuft die Frist ab. Oh, meine schwarzen Polizisten. Bei Dunkelhäutigen. Einige Zeugen hat von ihren Fenster aus gesehen, wie ein bewaffneter Mann mit einem Damenstrumpf für den Kopf einen Alkoholladen in der Nähe betreten hat. Gut, komm, los, macht schon. Ich kann die heute nicht entlassen. Ich habe einfach keine mehr. Ich habe keine Polizisten mehr. Keine, die nicht schwarz sind. Ein Hotdog-Verkäufer berichtet, er habe Elvis-Imitatoren, was auf den Gehweg miteinander kämpfen sehen. Oh, Elvis. Komm, du musst allein, ich habe keinen mehr. Sorry, die sind alle nicht da. Was soll ich denn machen, Mensch? Was soll ich denn machen? Ich schicke gleich das SWAT-Team los. Geht's eigentlich mit meinen Ermittlungen voran? Kann ich da was anderes so? Was? Oh, ich... Gut. Man muss einfach nur kombinieren. Ihre Detektive haben Hinweise auf den Aufenthaltsort des Verdächtigen. Yay! Gut. Verdächtige in Verhaftung. Ja gut, ich habe keine Polizisten, außer Grant. Ich hoffe, das hat Zeit. Ich hoffe wirklich... Oh Gott, der Laden hat zwei Ausgänge, aus denen bereits einige Leute geflohen sind. Den Laden durch den Haupteingang betreten. Ein Streifenwagen durch das Schaufenster fahren. Hintertür schleichen. Der Räuber ist auf den Polizisten aufmerksam geworden und hat den Kassierer als Geisel genommen. Scheiße, Mann! Er hat eine Waffe auf den Kopf der Geisel gegriffen und ruft, zieht euch zurück oder ich blase ihm seinen verdammten Kopf weg. Währenddessen schreit der Kassierer in einer unbekannten Sprache. Ruhig auf den Räuber anlegen. Du in der Maske Klappe halten und Waffe fallen lassen. Ruhig, Abdul. Du machst es nur noch schwieriger. Gut, ruhig. Der Räuber wird sich wieder nervös. Nicht schießen, bitte. Ich brauche nur das Geld. Ich werde mir ein wenig nehmen und verschwinden. Ich habe niemandem wehgetan. Der Kassierer beginnt zu weinen. Ich lasse dich hier abziehen, aber nur, wenn du die Geisel freilässt. Zwei Wege führen aus dem Laden raus. Einer in Handschellen, einer im Leichensack. Auf den Räuber schießen. Täter gefasst, super. Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Oh mein Gott, zum Glück. Ich habe echt gedacht, ich habe das Falsche getan. Ich habe echt gedacht, ich habe jetzt total Scheiße gebaut. Stadtverwaltung. Heute ist es heiß und die Leute gehen schwimmen. Letzte Woche sind 4 Leute am Friburger Stränden ertrunken und die Presse war aufgewühlt. Bitte schicken Sie jemanden, der ein Auge drauf hat. Grant, los. Wir brauchen was von der Stadtverwaltung. Was ist hier? Jack, dieses Jahr haben die Organisationen der Goldenen Monsterjagd plötzlich die Regeln des alljährlichen Schießwettbewerbs geändert. Jetzt muss man im Team anstatt einzeln antreten. Können Sie mir 2 Ihre besten Schützen schicken? Oh Mann. Ich bin unterbesetzt. Ich bin stark unterbesetzt.
Zerstörung von Privateigentum, als ob ich da jetzt so viele ab... Nein, ich kann nicht so viele losschicken. Ich habe gar keinen gerade. Gut. Sex Operation. Oh Gott. Schimas und Zutrunner hat begonnen, die Ausstellungsstücke zu zertrümmern. Gut. Ich muss die drei losschicken. Es sind zu viele, die in Einsatz sein sollten. Ich habe echt keine Polizisten mehr. Nee, ich kann nichts anderes machen. Ich kann nichts anderes machen. Was ist das? Mord. Das ist der Mord. Und was ist das? Raub. Da kann ich die aber drauf ansetzen. Das ist okay. Die, oh Gott, die können auch was machen. Ja, ich habe nur ein. Ein ist so wenig, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, einer ist so wenig. Täter gefasst. Super. Beamte unversehrt. Gut, 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 gut. Täter ist entkommen. Beamter unversehrt. Wesens das. Und hier ist... Täter ist entkommen. Beamter unversehrt. Ja, Mann. Gut. Hätte ich mir denken können. Vandalismus. Da muss jetzt einer los. Ich habe nur einen. In so wenig Zeit kann ich nur einen auftreiben. Aber ich kann jetzt hier... Polizisten... die ihn hoffentlich festnehmen. Ohne den leitenden Detektiv besteht eine geringere Chance auf Erfolg. Muss ich morgen machen. Gut, was gibt's noch so für Ermittlungen meine ich natürlich. Raub. Details bitte. Ich und mein Mann sind in einer schwierigen finanziellen Situation geraten und ich wollte eine antike chinesische Halskette verpfeffern. Okay. Die schon seit Jahrhunderten in meiner Familie vererbt wird. Als ich damit auf dem Weg zum Pfandleiher war, riss mich jemand meine Tasche von der Schulter und rannte weg. Ich konnte nicht schnell gut reagieren und irgendwas zu tun. Nicht mal schreien. Gut. Sie war auf dem Weg. Sie wurde bestohlen. Verdammt auch. So. Zum Glück passiert nichts mehr Schlimmes nach 21 Uhr. Da sind meine Polizisten im Ruhestand. Da können sie schlafen. Was ist passiert? Täter ist entkommen, war klar. Ich habe einfach zu wenig Personal und wenn ich morgen alle Dunkelhäutigen entlassen muss, das kann ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Das kann ich nicht machen. Kann ich den Tag beenden? Irgendwie nicht. Ja, es würde morgen ein langer Tag werden. Und besser der erste von vielen langen. Es passiert einfach zu viel gleichzeitig. Ja, das sehe ich auch so. Ja, gut. Morgen. Ihn möchte ich für morgen mal bitte auf die Arbeit rufen. Sonst sind morgen in der Schicht nicht so viele Dunkelhäutige. Das kann ich vielleicht noch... Ja, das kann ich noch abfangen, dass eine da nicht da ist. Gut. Super. Toll. Dr. Eleonora Wetterby. Thomas Blaine leidet an neuer Form der Schizophrenie. Thomas Blaine, schwangere Mörder, in Psychiatrie eingeliefert. Bürgermeister Waters hat keine Angst vor der Konkurrenz. Ja, sollte er aber haben. Blöd, Mann. Oh Gott, es wird immer anstrengender. Die richtigen Entscheidungen zu treffen ist so schwer. Man wird so richtig reingeworfen. Mr. Boyd, there was a man here earlier. He left you this. A man? What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Ein Handy? Okay, let's see about this. Er hat's geschafft. Of course, they could have shot them the second they took the photo. But I knew Kendrick and his family were all right. Either way, the message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the Mafia had begun. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. You sound doomed if you call it what it is. Oh, man. A curse. Boy. Good morning, Mafia. I believe you just received my message. Who am I speaking with?
Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Papa? Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare. Freundschaften, genau, mit dem. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well, you'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. You start today. Okay, das wird noch ein Nachspiel haben für mich. Auf jeden Fall, ich hätte es nicht machen sollen. Warum habe ich den Typen geholfen? Ich bin viel zu nett, Mann. 8 in 10. It's been my go-to principle since my first day on the job. I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. Ach, seine Frau hat dich betrogen. The only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? 180 Tage. Gut. Keine Musik. Garantiert nicht. Ja, Jack, sie haben einen Eid geschworen, die Stadt zu dienen. Wenn sie ihre Versprechen nicht einhalten können, werden wir uns ebenfalls brechen. Ich will nicht die Schwarze rauswerfen. Aber ich kann einen weiteren Polizisten einstellen. Und das wird natürlich diese Chloe sein. Die sieht nämlich gut aus. Und die packe ich gleich in die A-Schicht, weil meine B-Schicht eigentlich ganz voll ist. Guti. Ich habe 2 Polizisten, die ich hinschicken kann. Ich mache mal die beste und die schlechteste. Vielleicht klappt das ja. Und dann gleicht sich das vielleicht so ein bisschen aus. Hm, wer weiß. Gut. Oh, das ist doch mal eine schöne Palette voll. Das war ein versuchter Mord. Oh Gott. Besitzer in Stein versuchte nun, in einen Bottich mit kochender Schokolade zu stoßen. Ja, das ist doch mal ein süßer Tod. Machen wir wieder das Prinzip bester und schlechtester der Kompanie. Also wer momentan zur Verfügung steht. Ich denke mal, damit fahren wir gar nicht so schlecht. Ja, ja. Und es wollte halt keiner frei haben. Das ist doch auch schon mal sehr gut, oder? Oder? Ja, ich denke schon. So, was ist mit dem Mord? Täter gefasst. Supi, freut mich. Fall geschlossen. Das ist schön. Was ist mit meinen anderen Ermittlungen? Noch keine Schnappschüsse? Leute, ihr arbeitet aber schlampig hier. Detektive, dann kommt noch mal Armstrong dazu und die Brito. Kommt, ihr arbeitet da dran, ihr schafft das. Ich brauche gerade eh keine anderen. Versuchter Mord. Täter gefasst, Beamte unversehrt. Sehr schön. Sehr, sehr schön, wirklich. So, Vorstadt, Autodiebstahl. Der Parkplatzwächter Dylan Burns meldete einen Teenager zwischen Autos herumwandern gesehen zu haben, der in der Hoffnung auf ein unverschlossenes Fahrzeug alle Türgriffe ausprobierte. Bevor der Wächter ihn stellen konnte, fand er eine unverschlossene Tür und schloss sich im Wagen ein. Wenige Sekunden später raste er mit quietschenden Reifen vom Parkplatz. Ey, ganz ehrlich, wer ist so dumm und schließt sein Auto nicht ab? Kommt, ihr drei, los, viel Spaß. Schnappt ihn. Wer schließt sein Auto nicht ab? Wenn man so dumm ist, selber schuld, würde ich sagen. Also ganz ehrlich, da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Also, okay, ich bin zwar Polizei, aber ist mir doch egal. Eigentlich schon so ziemlich. Ich höre quietschende Reifen. Sie kommen wieder. Oder? Mehrere Beamte konnten den Aufenthaltsort des Autodiebs ausfindig machen, zum gestohlenen Wagen auf- und das Feuer öffnen, den Verbrecher überholen und versuchen, ihn zu verhaften, den Dieb überholen und die Straße blockieren. Straße blockieren. Täter gefasst, super. Beamte unversetzt, super. Und Zivilisten hoffentlich auch. Ich sehe immer nichts von Zivilisten. Geiselnahme. Ein weinendes Kind hat angerufen und gesagt, dass es von jemandem gegen seinen Willen festgehalten würde. Sie wollen mich nicht rauslassen, sie quälen mich. Ich glaube nicht, dass ich durchhalte. Ich will raus und Pete sehen.
Ey, ich wette, das ist bestimmt irgendwie so ein Clown oder so. Das sind bestimmt die Eltern. Aber wir schicken einfach mal die los. Ich meine, mit so einem Kind, da ist nicht zu spaßen. Ich hätte auch einen SWAT-Einsatz machen können, aber na, okay. Aber es ist ein Kind. Aber wahrscheinlich darf es wahrscheinlich nicht zum Zirkus oder so und oder ins Kino. Die Eltern halten es nur fest. Jetzt mache ich hier ein Großaufgebot der Polizei. Es wird noch peinlich werden, glaube ich. Ich glaube, es wird sehr peinlich. Wollte ihn nicht zum Spielen gehen lassen, bevor er nicht seinen Brokkoli aufgegessen hatte. Ich wusste es einfach so. Ich wusste es. Diebstahl. Wir haben einen Anruf vom wütenden Casino-Gast erhalten. Er behauptet, dass einer der Angestellten, die am Spiel herumhing, sein Portemonnaie mit mehreren tausend Dollar im Bar und mehreren Kreditkarten gestohlen haben. Die Sicherheitskräfte des Casinos haben ihn rausgeworfen und gesagt, er sei betrunken, aber der Mann gibt nicht so leicht auf. Gut, Purdy, Barker, sucht euch aus, schaut euch an, macht was. Was? Jack, wir haben hier einen Fall von einem Idioten, der seine Schulden nicht bezahlen will. Ich kann mich... Oh mein Gott, sollte ich mich weigern? Komm, wir schicken Krombi. Der sieht wenigstens ein bisschen aus. Auch wenn er nicht viel macht. Oh mein Gott, das wird so ein schlechtes Licht auf mich werfen. Auch wenn ich mich weigere, schon bei der ersten Aufgabe. Die hassen mich ja nun schon, haben mich auf dem Kieker. Was soll ich denn machen? Scheiße, Mann. Ich sitze so in der Zwickmühle gerade. Was ist denn jetzt los? Was? Täter gefasst, Beamte unversehrt. Supi. Gut, die sind nur aufgestiegen. Und der letzte. Angriff mit einer tödlichen Waffe. Ein Sicherheitsmann hat auf dem Parkplatz einen Verdächtigen aus dem Lieferwagen angehalten und darum gebeten, die Mitgliedskarte der Fahrerin zu sehen. Die Fahrerin tat so, als würde sie eine Karte aus dem Handschuhfach holen, zog stattdessen aber eine Waffe vor und öffnete das Feuer. Gut, ich setze mal die besten Leute drauf an, die ich gerade dabei habe, und zwar alle. Die schaffen das schon. Ist der letzte Einsatz des Tages. Die müssen das schaffen. Die müssen das unbedingt schaffen. Ich sollte mal SWAT-Team einsetzen irgendwann. Irgendwann tue ich das. Irgendwann. Ja, ja. Erfolgreiche Aufträge schon 5. Mensch, Linda. Du hast es drauf. Misslungen. Es liegt ja meist an mir, wenn es misslungen ist. Ein Streifenwagen hat den Lieferwagen des Täters eingeholt, versuchen, den Lieferwagen von der Straße zu drängen. Die Verbrecher die Reifen zerschießen, den Lautsprecher einsetzen, um den Lieferwagen des Anhalten zu befehlen. Reifen? Der Lieferwagen nimmt eine Kurve zu eng und bricht durch das Fenster eines Sexshops. Tut mir leid, ich finde das irgendwie witzig. Eine Frau steigt aus dem Fahrzeug, packt den Verkäufer und hält eine Waffe an seinen Kopf. Lassen Sie den Mann sofort los. Eine aufblasbare Sexpuppe auf die Angreiferin werden. Die Verbrecherin in den Kopf schießen. Schießen. Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Ich weiß, es ist drastisch, aber manchmal muss es einfach sein. Manchmal muss es einfach Mumm sein. Okay, der war schlecht. Aber egal. Wie sieht denn meine Ermittlung aus? Was Neues? Nichts Neues, ne? Toll. Super. Habe ich denn die Zigarre immer? Will ich die Zigarre irgendwie anklicken? Nein, schade. Meine Detektive sind alle am Einsatz, ne? Mole, komm, sie auch noch. Die sind die Beste in diesem Gebiet. Warum kann ich nicht aufhören? Es ist doch schon voll spät. Ah, aktuelle neue Schnappschüsse. Supi. Was ist das? Der kam, hat dran gezogen und fuhr weg. Ja, ich würde sagen, das klappt eigentlich so. Kam, dran gezogen, fuhr weg. Der Verdächtige ist Kuan Yin Lin, chinesische Einwanderin. Vor kurzem Universität verwiesen. Okay. Dann fassen wir die Blöde doch nochmal. Meine besten Leute setzen sich auf den Fall an. Die werden fassen und dann habe ich einen wunderschönen Tag hinter mir. Beziehungsweise müsste es jetzt schon eigentlich Tag 7 sein, oder? Weil es ja jetzt nach Mitternacht. Oder war es vorher Tag 5? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es vergessen. Es tut mir leid. So, haben sie es geschafft? Täter gefasst. Supi. Fall geschlossen. Yay. Freut mich.
dann können wir den Tag auch hiermit beenden. Guti, guti, guti. Möchte ich davon jemanden morgen wieder haben? Zeig mir mal die A-Schicht. Ich nehme sie einfach mal morgen nochmal. Ansonsten kann ich den Tag beenden. Tag 7, Juli, 21. Sonntag. Sieht, das hätte schon Tag 7 sein müssen. Ermittlungen gegen Francis Kendrick könnten wieder aufgenommen werden. Rassistische Gangs haben freie Hand in der Stadt. Zweiter Wolkenkratzer für Freeburg. Wir kriegen einen Wolkenkratzer. Also einen zweiten. Aber Leute, ich würde sagen, damit ist die Folge auch zu Ende. Also vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.